Wir freuen uns sehr, dass die Frau Bundesministerin Ed Stadler bei uns ist und heute die Eröffnung gemacht hat des 18. IT- und Beratertages. Wenn Sie denken an The Future is Now, was fällt Ihnen denn da so intuitiv ein? Nun, zunächst einmal, dass wir als Gesellschaft, hoffentlich auch als Unternehmertum, diese Krise auch als Chance wahrnehmen, dass wir die Dinge, die wir erlebt haben, die wichtig sind, Stichwort Digitalisierung, jetzt nützen, um innovative Ideen für die Zukunft auch auszugestalten, selbst wenn hoffentlich bald der Exit aus der Krise gefunden werden kann. Sie haben über ein Investitionspaket gesprochen, das ist für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer immer wichtig, die Mitgliedsunternehmen. Vielleicht können Sie darauf noch einmal kurz Bezug nehmen. Ich möchte hier ganz offen sein. Die Europäische Union hat natürlich viele Herausforderungen vor sich, ganz unabhängig von der Krise. Denken Sie an Migrationsbewältigung zum Beispiel. Denken Sie aber auch daran, dass die Europäische Union jetzt in der Krise sehr vieles geschafft hat, zum Beispiel einen Impfstoff in relativ kurzer Zeit auch für alle zur Verfügung zu stellen. Oder das 750 Milliarden Euro Paket, das beschlossen worden ist im letzten Sommer, wo Österreich verhältnismäßig wenig, nämlich rund 3,5 Milliarden bekommen wird. Aber nachdem Österreich viele Technologien hat, die wir auch brauchen, um den digitalen und grünen Wandel zu schaffen, kann die österreichische Wirtschaft hier sehr davon profitieren und darum geht es mir auch als Europaministerin. In dem Sinne sage ich herzlichen Dank und freue mich schon, wenn wir diese Chancen wirklich auch nach der Pandemie nutzen können. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche der Veranstaltung wirklich einen guten Verlauf. The Future is Now, begreifen wir diese Krise als Chance.